Focus on the essentials. Fokussiere dich auf das Wesentliche. Das gilt im Leben genauso wie in der Fotografie. Und heute möchte ich mit euch über einfache Lichtsetups sprechen und welche Vorteile diese haben. Ich bin 36 Jahre alt und lebe in Österreich. Eine Gehirntumordiagnose im Alter von 23 Jahren hat mein Leben komplett verändert und mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Sie hat mich dazu gebracht, meine Leidenschaft, die Fotografie, auszuleben. Als professionelle Fotografin, Pro-Foto Ambassador und Fujifilm Ex-Photographer bereise ich die ganze Welt. Vor 10 Jahren gründete ich mein eigenes Unternehmen, Thomson Photography, und begann als Vollzeitfotografin zu arbeiten. Und jetzt lebe ich meine zweite Chance. Jeden Tag. Ich lebe meinen Traum. In den letzten Jahren habe ich an sehr vielen unterschiedlichen Fotoprojekten gearbeitet. Doch mein Herzblut liegt und lag immer in Projekten, mit denen ich etwas bewirken kann. Und auch hier gilt meine Devise: Fokussiere dich nicht zu sehr auf komplexe Lichtsetups, sondern auf das Wesentliche. Und das sind die Menschen vor der Kamera. Anfang 2019 war ich in Uganda, um die Iwaka Foundation zu unterstützen und ein Kinderheim zu besuchen. Anhand dieses Projektes zeige ich euch meine grundsätzliche Herangehensweise bei der Fotografie. Es geht mir nicht darum, ein möglichst komplexes Lichtsetup aufzubauen. Viel wichtiger ist es mir, besonders bei Fotoprojekten wie diesem, bei dem ich mit Laien zusammenarbeite, eine Beziehung mit den Menschen bzw. hier mit den Kindern vor meiner Kamera aufzubauen. 30 Kinder habe ich an diesem Tag fotografiert und für jedes der Kinder nahm ich mir viel Zeit. Ich war also wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Dabei war es mein Ziel, eine einheitliche Serie von den Kindern zu fotografieren. Der Sonnenstand hätte sich für ein Available Light Fotoshooting an diesem Tag viel zu sehr verändert und deshalb kam an diesem Tag bei diesem Projekt ein externer Blitz zum Einsatz. Beim Fotoshooting vor Ort stand ich vor ganz eigenen Herausforderungen. Ich wollte und konnte kein kompliziertes Lichtsetup aufbauen. Zum einen ermöglicht eine einfache Lichtsetzung einen viel höheren Bewegungsspielraum, was beim Arbeiten mit Laien sehr hilfreich ist. Zum anderen konnte ich hier so viel flexibler agieren. Und einer der Jungs half mir sogar, den Blitz zu halten. Wie ihr gerade in dem Video gesehen habt, war es eine wirklich tolle Erfahrung für mich und auch für die Kinder vor der Kamera. Der größere Junge, der den Blitz gehalten hat, war nachher richtig, richtig stolz darauf, ein Teil dieses Projektes gewesen zu sein. In der Vergangenheit war Blitzen für mich wirklich mühsam. Es war umständlich in der Handhabung, es war schwer und ich hatte immer das Gefühl, dass die Technik meinen Flow und die Verbindung zum Model unterbricht. Das war einer der Gründe, warum ich früher on location immer Available Light fotografiert habe. Man kann tatsächlich sagen, dass ich Angst davor hatte, on location zu blitzen. Ich hatte dabei stets das Gefühl, dass mich die Technik überfordert. Und dann habe ich endlich den Profoto P10 für mich entdeckt. Damit geht alles viel, viel einfacher. Der Profoto P10 geht mit einem Klick in den HSS bzw. in den TTL-Modus. Er ist kabellos und somit optimal für On-Location-Shootings geeignet. Und er ist, weil er so klein und handlich ist, total flexibel einsetzbar. Er ist ein bisschen größer als ein Aufsteckblitz und hat aber die fünffache Leistung eines eben solchen. Ein weiterer Vorzug ist das integrierte Dauerlicht, das ich auch sehr, sehr gerne für Videoaufnahmen verwende. Und dank der anpassbaren Farbtemperatur
ist das Dauerlicht problemlos auf die Umgebungstemperatur abstimmbar. Durch den Blitz ist die schöne Haut der Kinder noch mehr zur Geltung gekommen und hat ihre Augen noch mehr zum Strahlen gebracht. Doch nicht nur bei diesem Projekt, sondern generell arbeite ich sehr gerne mit einfachen Lichtsetups. Die Vorteile davon liegen für mich auf der Hand. Durch einfache Lichtsetzung kann ich mich voll und ganz auf die Person vor meiner Kamera konzentrieren und bin nicht die ganze Zeit mit der Technik beschäftigt. Gleichzeitig hat die Person vor der Kamera einen viel größeren Bewegungsspielraum als bei einer komplexen Lichtsetzung. Sie können viel freier sein, was vor allem bei Models mit weniger Kameraerfahrung wirklich von Vorteil ist. Und außerdem bin ich viel flexibler und kann viel leichter auf Bewegungen reagieren, wie zum Beispiel bei dem Projekt Iwaka. Doch auch hier gibt es einige grundlegende Tipps zu beachten. Achtet bei Porträts darauf, dass der Nasenschatten nicht unschön über die Lippen fällt. Das passiert vor allem dann, wenn das Licht zu hoch gesetzt wird. Außerdem darf die Struktur der Haut nicht verloren gehen. Also regelt den Blitz immer so weit runter, dass immer noch genügend Hautstruktur und Poren zu sehen sind. Damit vermeidet ihr, dass das Gesicht puppenhaft bzw. flach wirkt. Und um das Porträt lebendig wirken zu lassen, darf meiner Meinung nach das Glanzlicht, also die Spiegelung des Blitzes in der Pupille, nicht fehlen. Eine Grundsatzentscheidung beim Blitzen ist natürlich auch noch der Schatten. Möchte man einen harten, einen weichen oder gar keinen Schatten des Models sehen? Diese Entscheidung prägt den Bildlook maßgeblich. Diese und einige Tipps gibt es mit dem Arbeiten mit Blitz zu beachten. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. Falls ihr also mehr über die Lichtgestaltung, Blitzen, HSS und so weiter wissen wollt, dann schaut doch gerne bei der Profoto Academy vorbei. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ich kann Regeln allerdings nur dann brechen, wenn ich die Regeln kenne. Denn im Endeffekt geht es um Kreativität. Und es geht darum, dass das Endergebnis den Menschen gefällt, die am Shooting beteiligt sind. Egal ob Kunde, Model oder Fotografin. Wenn ich im Studio Porträts fotografiere, beginne ich meistens mit einem weißen Hintergrund. Von vorne verwende ich einen Beauty-Tisch, der das Model gleichmäßig ausleuchtet. Und von hinten zwei Blitze, die den Hintergrund schön weiß gestalten. Je näher ich mit dem Lichtformer an das Model rangehe, desto größer wird die Lichtquelle im Vergleich zum Gesicht und somit auch weicher. Und trotzdem bleibt das Licht im Gegensatz zu einer großen Softbox mit dem Beauty-Dish schön knackig. Ein Grund, warum ich mit diesem Lichtsetup starte und auch meiner Meinung nach ein sehr großer Vorteil davon ist, dass sich das Model daran gewöhnen kann, fotografiert zu werden. Ich starte eigentlich immer im Sitzen, weil es den Personen eine gewisse Sicherheit gibt. Und außerdem ist durch dieses Lichtsetup auch möglich, dass sich die Personen nach links und rechts und gerade und einfach komplett frei fühlen und die ersten Ergebnisse sofort wunderschön sind. Und auch das gibt noch einmal einen richtigen Selbstbewusstseins-Push. Wenn ich den Hintergrund dann grau haben möchte, dann drehe ich ganz einfach die zwei hinteren Blitze ab und schon ist der Hintergrund grau. Und ich habe einen komplett neuen Bildlook, ohne viel umbauen zu müssen. Auch so geht Simple Lighting. Bei diesem Fotoshooting in einer gerade leergeräumten Wohnung habe ich mit dem Profoto A1X und dem Klickdom gearbeitet. Als Klickdom bezeichnet Profoto die Halbkugel, die man vorne am Blitz magnetisch anhaften kann. Diese streut das Licht für einen weicheren und klaren Look. Für mich optimal für den Einsatz in kleinen Räumen geeignet. Bei diesen Bildern habe ich frontal auf das Model geblitzt. Durch die Drehung der Kamera, Hochformat oder Querformat, konnte ich die Schattenbildung steuern. Wie ihr seht, ist der Schatten hinter dem Model ziemlich hart und das Gesicht sehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Dennoch macht der Profoto 1X mit dem Klickdom bei genauerer Betrachtung eine sehr schöne Hautstruktur. Bei dieser Lichtsetzung handelt es sich nicht um ein komplexeres Setup. Allerdings haben die Models bei diesem Setup weniger Bewegungsspielraum als bei den anderen, die wir davor besprochen haben. Hier habe ich mit zwei B10 Blitzen und Striplights gearbeitet, die schräg hinter dem Paar platziert wurden. Um das Licht noch mehr zu richten, habe ich zusätzlich Grids verwendet. Das Paar steht sich gegenüber. Die Blitze sind schräg hinter dem Paar zu beiden Seiten platziert und leuchten auf ihre Gesichter.
Je näher sich das Paar kommt, desto sinnlicher wird die Aufnahme. Doch Achtung! Die Konturen der Gesichter dürfen sich nicht überschneiden, denn dann funktioniert dieses Lichtsetup nicht mehr. Das Besondere an diesem Setup ist, dass durch das Backlight, also das Licht von hinten, eine sehr intime Atmosphäre erzeugt wird. Verstärkt wird das Ganze noch durch die Fokussierung auf Details, wie zum Beispiel das Gesicht oder auch nur die Lippen. Und für mich ist es viel mehr als das plumpe Abfotografieren eines Kusses. Es ist sinnlich und regt die Fantasie an. Und jetzt darf ich euch zu einem Fotoshooting mit wunderbaren Menschen mitnehmen, bei dem ihr mir über die Schulter schauen könnt und meine Arbeitsweise und meinen kreativen Prozess on location mitverfolgen könnt. Wir sind jetzt bei unserer Location angelangt. Ich freue mich sehr auf das Shooting hier heute. Wir haben jetzt bereits alles vorbereitet. Ich habe jetzt alle Schirme aufgebaut, alle Blitze aufgebaut. Normalerweise habe ich nicht so viele Blitze und nicht so viele Schirme mit on location, weil ich liebe es, mit einfachem Licht zu fotografieren. Aber heute möchte ich euch ganz viel in kurzer Zeit zeigen und auch die verschiedenen Lichtformen für euch vergleichen, dass ihr einfach seht, wie ihr wirklich mit ganz einfachen Mitteln tolle Ergebnisse erzielen könnt. Wie gesagt, diesen Magnum-Reflektor, den liebe ich für hartes Licht, und die beiden Softboxen, die nehme ich sehr oft für Ganzkörperporträts bzw. Oberkörperporträts, aber wie gesagt, das werde ich euch gleich zeigen. Als Auslöser auf meiner Kamera für die Blitze verwende ich den Air Remote TTL von Profoto. Ich habe bei diesem Auslöser eigentlich immer die Einstellung High Speed Sync. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss über die Belichtungszeit, die ich bei der Kamera verwende. Ich kann mich komplett auf mein Bauchgefühl verlassen und das ist einer der Gründe, warum ich Profoto so liebe. Und außerdem verwende ich den RTTL, weil ich dann auch direkt von der Ferne meine Blitze steuern kann und ich nicht jedes Mal zu den Blitzen laufen muss. Und falls ich einfach keinen Assistenten dabei habe, ist es total einfach, die Blitze von der Kamera aus direkt zu regeln. Wir starten mit dem Magnum-Reflektor, das bedeutet mit hartem Licht, und wir werden uns jetzt einfach ein bisschen herantasten. Ich starte jetzt mit dem TTL-Modus, mache ein Foto, das heißt, ich drücke einmal den Auslöser, schaue dann an, was mir quasi der Blitz vorschlägt, und dann passe ich das nur an meinen Geschmack an. So, schaut ihr das an? Wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr. Was für mich jetzt da immer wichtig ist, dass wir leicht hochfrontal blitzen. Das macht einfach die Gesichtsform für mich ganz schön, weil es auch die Wangenknochen noch ein bisschen besser betont. Es könnte sogar bei dem Set sein, dass wenn man gerade drauf fotografiert, das auch ziemlich cool ausschaut, weil dann die harten Schatten direkt an der Wand hinter ihr sind. Aber wie gesagt, das schauen wir uns jetzt an, und das ist genau meine Zugangsweise zur Fotografie. Ich liebe diese Kreativität und einfach dieses Entwickeln lassen der Szene, dass man nicht alles vorher genau planen muss, sondern einfach wirklich einmal schaut, was gefällt mir, was gefällt meinen Models, was gefällt meinen Kunden und so weiter. Und umso freier, dass ich im Set sein kann, umso bessere Ergebnisse kann ich erzielen. Das ist einfach, einfach aus Erfahrung bin ich da schon drauf gekommen, wie gesagt, dass das bei mir einfach am besten funktioniert. Und wir machen das jetzt einfach einmal. Super, schaut das zu dir? Super, perfekt. Einschalten war gut, gell? Wir starten jetzt mit dem ersten Foto im TTL-Modus, schauen einfach mal, was der Blitz sagt, und sobald ich meine Einstellungen fixiert habe, die ich dann möchte, schalte ich natürlich auf diesen manuellen Modus zurück, dass dann einfach die Einstellungen fix bleiben. Vom Licht her gefällt mir das schon mal sehr gut. Ich würde die Schatten, dadurch, dass sie ja so hart sind und ich sie betonen möchte, möchte ich sie ein bisschen weg vom Körper bringen. Das bedeutet, ich drehe das Licht einfach ein bisschen weiter weg,
vom Winkel, damit die Schatten einfach noch ein bisschen stärker fallen. Und lass die Julia vielleicht einen kleinen Schritt weiter von der Wand wegkommen. Das Licht ein bisschen seitlicher. Perfekt. Und wie ihr jetzt schon am Foto erkennen könnt, ist dieser Spot von oben für uns absolut irrelevant, weil wir ja den Blitz stärker verwenden als das Licht von oben. Das bedeutet, man sieht es einfach auf dem Foto nicht mehr. Super. Noch einmal im TTL-Modus, weil ich ja den Blitz und die Julia verändert habe. Super. Ja, ist cool. Ja. Nun gefällt mir der Schatten im Hintergrund sehr gut. Und ich bitte nun die Julia, sich einfach zu bewegen. Dadurch, dass der Blitz und die Julia auf der gleichen Position bleiben, kann ich meine Position komplett verändern. Das heißt, ich kann nach hinten gehen, sie ganz Körper fotografieren, kann wirklich ins Close-up gehen. Und deshalb ist nun der Zeitpunkt, meine Einstellungen auf manuell umzustellen, damit diese auch so bleiben. Normalerweise arbeite ich immer sehr offenblendig. Da ich bei diesem Hintergrund eigentlich keine Offenblende brauche, weil der Hintergrund sowieso so nahe ist und der Schatten ja knackig scharf sein soll, werde ich die Blende jetzt ein bisschen schließen und euch dabei auch gleich noch etwas zeigen. Und zwar gehe ich hier auf Blende 4. Das sind 6 Drittelblendenstufen, das bedeutet 2 komplette Blenden. Und diese jetzt auf den Blitz umzustellen, ist total einfach, weil ich einfach nur hier zweimal lang draufbleiben muss. Und dadurch hat sich jetzt die Belichtungsleistung an die Blende angepasst und das Licht auf der Julia ist wieder das gleiche wie vorher. Jetzt möchte ich euch einfach noch den Unterschied zeigen zwischen dem Magnum-Reflektor und der 2-Fuß-Octabox. Wiederum die gleiche Vorgehensweise, TTL einstellen und auf manuell umstellen. Sehr gut, super. Das Licht passt super. Ich stelle von TTL auf manuell um und kann wieder loslegen. Und das Tolle an dieser Art der Fotografie ist, dass wirklich der zweite Schuss, das zweite Foto schon genau so ist von der Belichtung, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, es gibt eigentlich kaum bis gar keinen Ausschuss. Das war super. Und wie ihr seht, ist der Schatten im Hintergrund jetzt einfach um einiges weicher. Ihr habt jetzt den Unterschied gesehen zwischen dem harten und dem weichen Licht. Normalerweise entscheide ich mich schon vorher, welches Licht ich verwende, beziehungsweise welche Lichtform ich dafür verwende. Es kommt einfach darauf an, welches Ergebnis ich erzielen möchte. Zu Beginn starte ich immer mit sicheren Fotos, das bedeutet mit Fotos, bei denen ich weiß, dass das Model und auch das Make-up sehr, sehr gut herauskommt, weil ich immer mit einem tollen Team arbeite und ich möchte natürlich auch meinen Mädels in dem Fall eine Freude machen und auch für sie gleich Fotos produzieren, die sie dann auch für Portfolio verwenden können. Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich weiß, dass alle happy sind und sich über die Fotos, die bereits entstanden sind, freuen, fange ich dann an, einfach meine Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich möchte euch ganz kurz erklären, wie ich jetzt an dieses Set rangehe. Das sehr, sehr Schöne an dieser Location ist, dass oben eine sehr, sehr schöne Lichtlinie entlang führt bis ganz nach hinten. Die Spiegelungen dieser Lichter sehe ich da am Boden. Das heißt, ich möchte diese Location natürlich mit in das Bild bringen. Wenn ich natürlich jetzt sehr stark blitze, dann ist das Umgebungslicht ja komplett weg. Das möchte ich vermeiden. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder
ich mache jetzt einmal ein Probefoto und schaue einfach einmal, wie viel Umgebungslicht reinkommt, wenn ich das Foto jetzt zum Beispiel mit einer offenen Blende, ich fotografiere jetzt mit dem 1680 mit Blende 4 und ich schaue jetzt einmal, wie viel kommt da beim 125stel ungefähr rein. Ja, ohne Blitz, stelle das dann genau so ein, wie es mir gefällt und nehme dann den Blitz dazu. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich mir einfach bei der Kamera die Belichtungsvorschau anzeigen lasse und dann sehe ich automatisch auch gleich, wie das Bild ohne Blitz ausschauen wird. Das erste Foto mal ohne Blitz. Es ist mir nur ein bisschen zu wenig Umgebungslicht drinnen. Super. Jetzt sieht man die Streifen schon sehr, sehr schön auch am Boden. Und jetzt möchte ich, dass das Licht, das ich jetzt dazu nehme, relativ natürlich aussieht. Deshalb habe ich mich auch für diese Softbox entschieden, weil hier ja rundherum ein wunderschönes Fensterlicht ist und das nachzustellen, ist diese Softbox perfekt. Alles klar, wir sind jetzt bei der endgültigen Position von Julia angelangt. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass das Set relativ symmetrisch aufgebaut sein soll, weil es einfach mit den Linien am besten ausschaut. Ich habe jetzt die Softbox im Hochformat genommen, damit die einfach mehr von ihrem Körper ausleuchten kann und werde das jetzt wieder mit TTL starten und auf manuell dann wieder genauso umstellen, wie es uns dann einfach am besten gefällt. Ja, perfekt. Super. Schauen wir uns das gleich mal an. Bei diesem Set möchte ich jetzt auch kurz meine Gedanken dazu erklären. Und zwar, ich habe da eine wunderschöne Perspektive mit diesen Stufen, mit der Vordergrundhelligkeit durch den Lichtabfall von den Fenstern und hinten wird es ein bisschen dunkler. Jetzt möchte ich das natürlich auch wieder nutzen und jetzt habe ich schon mal die erste Einstellung gemacht und das erste Foto schaut schon mal ziemlich cool aus, ohne irgendein extra Kunstlicht. Das Ding ist jetzt, das Foto schaut zwar cool aus, aber mir fehlt irgendwie der Pep. Also mir fehlt der Fokus auf meinem Model, mir fehlt der Fokus auf der Julia. Und was man natürlich mit Blitzen super machen kann, man muss nicht immer nur das Blitzlicht als Lichtquelle, wie wir vorher oben schon gesehen haben, nehmen, sondern einfach auch das Umgebungslicht mitnehmen und das Blitzlicht einfach als dieses little bit extra dazugeben, dass man einfach den Fokus perfekt dorthin setzt, wo man will, ohne dass man wirklich merkt, dass Blitzlicht dabei ist. Und genau das werden wir jetzt machen. Oh, das ist einfach so viel cooler. Es hilft einfach nicht. Dieses Bild ist jetzt ohne Blitz entstanden und das mit TTL. Es ist jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu hell. Das heißt, ich werde jetzt einfach den Blitz ein bisschen runterregeln. Was das auch so schön ist, die Haut wird noch viel schöner mit dem Blitzlicht. Sehr gut. Das ist super. Boah, das ist cool. Kinn ein bisschen heben. Prinzipiell wäre das letzte Set als letztes Set angedacht gewesen, aber die Location ist einfach so toll und das Team ist so toll. Ich habe jetzt einfach nur ein Set drangehängt. Es hat sich Gott sei Dank jeder nur die Zeit genommen. Wir sind jetzt noch auf einem Sportfeld, die Julia in einem coolen Sportoutfit und wir setzen das Licht jetzt von oben ein bisschen spottig und im Prinzip machen wir wieder das gleiche wie beim letzten Set, dass wir einfach das Licht von oben ein bisschen verstärken und somit mehr den Fokus auf die Julia setzen. Und? Und wir nutzen natürlich auch wieder das Umgebungslicht. Und ich zeige euch gleich das fertige Ergebnis,
weil von oben wunderschön das Tageslicht reinscheint. Und nachdem das natürliche Licht auch in dieses Foto einfließt, wird das Foto insgesamt viel, viel interessanter durch die Linien, die zusätzlich in das Bild führen.